Endlich heißt es wieder Showtime, meine lieben Aktienfreunde. Ich habe euch ja so vermisst, euch und eure Kommentare, und freue mich, dass wir wieder weitermachen. Jetzt geht es um die Aktie Nummer 4 im Dicke Dividendendepot, und ich habe schon eure Kommentare gesehen. Die Community ist gespalten. Die einen glauben eher, dass 3M-Favorit ist, und die anderen Itosho. Und ihr werdet entscheiden, ob wir beim Dicke Dividendendepot ist, bei der Dividendenrendite ein bisschen nach unten gehen oder ob wir die hochhalten. Das sind ja momentan, das zeige ich euch nachher noch, bei 5,3%, und es ist schon wirklich ordentlich. Wir zeigen euch natürlich dann noch 3M in der Analyse, Itocho in der Analyse, und wir haben probiert, zwei Qualitätsaktien rauszuholen für euch. Und richtig, letztes Mal hat die Deutsche Post gewonnen, das zeigen wir euch auch gleich mal. Dann gehen wir schon in die Vollen. Der David wird uns natürlich selbstverständlich unterstützen. Der wird dann auch gleich eingeblendet. Zuerst gehen wir aber mal hier ins Abstimmungsergebnis. Und hier könnt ihr das Ganze sehen. Gewonnen hat, und das war relativ eindeutig. Und ich glaube nicht, dass es diesmal genauso eindeutig werden wird. Ich war mir auch ein bisschen überrascht, dass United Parcel Service so schlecht abgeschnitten hat. War ja die etwas dynamischere Variante. Wir haben hier auch wieder einen Hochdividendenwert und eine etwas dynamischere Variante mit niedriger Dividende in diesem Video. Also Deutsche Post 844 Stimmen gekriegt, beziehungsweise 86% der Stimmen, und knapp 14% der Stimmen relativ schwach ging an United Parcel Service. Der David hat also gewonnen, sozusagen. Und da kann ich mal den David vielleicht auch mal reinholen, damit ihr ihn auch begrüßen dürft. So, hallo David. Ja, dein Mikro bitte noch unmuten, damit man dich auch hört. So, jetzt haben wir alles. Ja, auch schönen guten Abend. Genau, Deutsche Post hat es gewonnen. Es steht 13:0 für mich. Also drei Aktien habe ich bisher vorgestellt. Alle drei sind ins Depot. Wenn ich das gewusst hätte. Vielleicht ändert es sich heute. Ja, von daher bin ich sehr gespannt, was unsere Community abstimmen wird und für welche Aktie sie sich entscheiden wird. Die zwei Aktien sind ja schon bekannt, die zur Auswahl bereitstehen. Genau. Und gewonnen hat übrigens jemand, wir machen ja ein Gewinnspiel, das willst du vielleicht gleich mal zeigen, weil jemand hat die Deutsche Postaktie gewonnen, und den Gewinner, den kann man auch wieder gewinnen. Genau. Kurz. Wir haben ein schönes Gewinnspiel auf Instagram, und zwar müsst ihr nur liken, kommentieren und uns folgen, und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Diesmal gewinnt ihr entweder eine Aktie von 3M oder eine Aktie von Itocho. Ja, und wer gewinnt, das sehen wir dann am Mittwoch, wenn wir auch wissen, welche Aktie in unser dickes Dividendendepot kommt. Genau, und ich poste euch mal hier den Link als Kommentar. Kriegt ihr überall auf YouTube, Facebook, LinkedIn und wo wir sonst noch so wild in der Gegend rumstreamen. Ja, viel Glück an der Stelle schon mal. Und was gibt's noch? Vielleicht kann ich jetzt noch mal kurz das dicke Dividendendepot zeigen. Das Ganze ist ja ein Echtgelddepot, was wir da haben. Und es ist für die Ewigkeit gedacht, und ich investiere ja echt da rein. Also wir haben jetzt hier, kann man es hoffentlich lesen, ich mache es noch ein bisschen größer, haben wir momentan drei Aktien bzw. drei Positionen, weil wir ja jede für 1.000 Euro, so gut es halt geht von der Stückelung her, kaufen. Haben wir jetzt 3.000 Euro und ein paar zerquetschte. Wir haben, juhu, fast 15 Euro Kursgewinn, obwohl wir fast 15 Euro Kursverluste haben durch negative Wechselkurse, hat der Dollar wahrscheinlich noch ein bisschen verloren. Eventuell auch das britische Pfund und die Deutsche Post, da gibt es ja keine Wechselkurse. Ihr seht hier übrigens auch nach Land und Region, also das sind die drei Aktien. Skalierung stimmt halt gerade nicht, weil ich es ein bisschen hochgedreht habe für euch, den Zoom, aber ist ja egal. Also ihr seht hier Nordamerika, Europa, außerhalb der Eurozone, also Großbritannien, und Europa in der Eurozone ist natürlich die Deutsche Post, könnt ihr euch schon denken. Und da haben wir dann das Ganze nach Branchen. Und hier werden wir uns übrigens tummeln, ne, David, in der Industrie, aber nicht im Transport, sondern im Bereich, eigentlich muss man sagen, Herstellung und Handel. Herstellung und Handel, genau. Also wir werden dieses Grüne jetzt noch ein bisschen dann ausweiten in diesem Livestream. Und hier könnt ihr dann im Detail die Position nochmal euch angucken, wie viele Aktien es sind, wie hoch gerade der Wert in Summe ist.
Also Realty Income hat relativ gut zugelegt und British American Tobacco hat ein bisschen verloren. Dividenden haben wir noch keine kassiert, es ist alles noch leer, aber kommt ja bald. Für 600 Euro soll es auf jeden Fall reichen, noch in 2023, das ist ja unser erklärtes Ziel. Ja, David, und ich würde sagen, übernimm mal und stell vielleicht mal so kennzahlenmäßig die beiden vor. Ja, dann starten wir mal mit unseren zwei Unternehmen, die zur Auswahl stehen. Es ist einmal 3M, einmal Itochu, also eine Aktie aus Amerika und eine Aktie aus Japan. Wenn wir uns mal anschauen, was die Marktkapitalisierung betrifft, wir haben eine Marktkapitalisierung auf Euro gerechnet von 58 Milliarden bei 3M und 44 Milliarden bei Itochu. Beides sind Dividendenzahler. 3M zahlt sogar vierteljährlich aus, Itochu zweimal. Ein großer Unterschied besteht in der Dividendenrendite. Die Dividendenrendite bei 3M beträgt 5,2%, während bei Itochu Dividendenrendite bei 3% sind. Das ist deutlich niedriger, aber immer noch ein attraktiver Bereich für unser Dividendendepot. Haben wir angepeilt eine Dividendenrendite von 3%. Also da ist Itochu sehr gut dabei. Was die Ausschüttungsquote angeht, da gehen wir mal hier auf den freien Cashflow. Die ist deutlich höher bei 3M, was jetzt auf den ersten Blick kein gutes Zeichen ist. Bei Itochu ist sie wirklich außergewöhnlich gering. Nur 27% des freien Cashflows wird als Dividende ausgeschüttet. Aber andererseits gibt es einen Pluspunkt, wenn man für 3M, wenn man auf die Dividendenhistorie schaut. 65 Jahre hat 3M die Dividende gesteigert. Bei Itochu sind es 6 Jahre. Wenn wir uns dann nochmal einen Blick auf das Dividendenwachstum nehmen, dann sehen wir, dass dass die Dividende bei Itochu auf 10 Jahre im Schnitt um 13% gewachsen sind, während sie bei 3M um knapp 10% gewachsen ist. Das Gleiche bestätigt sich jetzt auch, wenn wir auf die 5 Jahre schauen, da haben wir 5% bei 3M, bei Itochu 15%. Das heißt, hier gibt es einen kleinen Pluspunkt für Itochu. Was? Ganz kurz, bevor du dann zum Gewinn gehst. Das finde ich halt interessant. Ne? Da prallen halt zwei Welten aufeinander bezüglich so die Dividendenpolitik. So der US-amerikanische Dividendenaristokrat 3M, der seit 6 Jahrzehnten gut seine Dividende erhöht und der das auch noch machen wird, auch wenn es nur noch um den symbolischen Cent quasi geht. Und die Japaner, die kein Problem damit haben, die Dividende auch mal nicht zu erhöhen, ne? So wie es auch meistens bei den Deutschen ist, da geht es auch eher darum, dass sie die Dividende, die meisten deutschen Unternehmen haben kein Problem damit, die Dividende nicht zu erhöhen. Dividendenkürzung schon, aber wenn sie einfach nur stabil halten, ist dann auch schon okay. Vor allem, wenn man so in einer Rezession steckt. Bei den Amis ist es etwas anders gelagert. Und dann auch schon jemand darauf hingewiesen, übrigens bei den Kommentaren bezüglich hier, wann die Ausschüttungen sind, japanische Aktien zahlen zweimal, genau, und viermal, also jedes Mal im Quartal bezahlen die US-Amerikaner. Und du kannst ja mal ganz kurz vielleicht auf den Dividendenkalender klicken oder auch ins Dividendenprofil, das ist ja direkt verlinkt. Bei Itochu wäre das interessanter. Schauen wir mal hier rein. Ja, da seht ihr das dann auch, wann die konkreten Auszahlungstermine sind. Hier in der Tabelle seht ihr die Auszahlungstermine. Und da seht ihr auch, wie oft welche Aktie ausschüttet. Ich kann euch das auch mal als Kommentar hier posten, den Link. 3M, gehe ich davon aus, findet ihr dann selber. Und ist auch frei zugänglich, also auch wenn ihr kein Premium-Mitglied im Aktienfinder seid. Genau. Ja, super, ja, David. Also, sorry für die Unterbrechung. Ja, sehr guter Hinweis. Das sind natürlich auch andere Kulturen. Wir in Deutschland haben auch eine andere Dividendenpolitik. Du hast es gerade angesprochen. In Amerika ist man schon sehr darauf aus, ist es ein Zeichen der Stärke, wenn man die Dividende Jahr von Jahr erhöht. Wir in Deutschland oder auch in Japan setzt man weniger auf dieses Kriterium. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt, wenn man sich die Unternehmen in verschiedenen Ländern anschaut. Ab und zu kommen interessante Kommentare, ja. Und ich gucke auch immer noch so auf die Kommentare und wenn die so Mehrwert bieten, wie der von der Susanne, das stimmt auch. Also da war wohl die Diskussion, ob man am besten Aktien kauft, natürlich aus dem Ausland, also ausländische Aktien. Und es ist tatsächlich, wenn die Heimatbörse geöffnet ist, dann ist der Spread am niedrigsten. Ist natürlich bei Japan etwas schwerer als bei den USA.
Genau. Bei Japan ist es früh morgens, habe ich auch schon so meine Erfahrung gehabt. Alles, was chinesische und japanische Werte angeht, da müsste man schon etwas früh aufstehen. Also es ist nichts für Langschläfer, wenn man genau. Zubringensbrett einkaufen möchte an den Heimatbörsen. Ja. Willst du auf den Kommentar vielleicht eingehen, David? Ja, also ein guter Punkt bezüglich Aktien aus dem Ausland, die in einer anderen Währung notieren, besteht immer ein Währungsrisiko. Allerdings ist es immer schwierig, in Zukunft einzuschätzen, ob jetzt die Währung für einen positiv verläuft oder für einen negativ verläuft, also ob die Aktie währungsbedingt zulegt oder abnimmt. Das ist schwer einzuschätzen. Das sind ja Wirtschaft, das hat ja mit der generellen Wirtschaft zu tun. Und aber generell ist es ein guter Punkt. Immer wenn man in eine Aktie aus dem Ausland investiert, hat man grundsätzlich immer ein Währungsrisiko, was man auf sich nimmt. Genau. Da ist noch eine Frage zu Steuern. Boah, gibt es eine Quellensteuer in Japan? Also entweder es gibt keine Quellensteuer in Japan oder die kompletten 15%, die im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkommen anerkannt werden von der Bundesrepublik Deutschland, der Quellensteuer, die sind nicht überschritten. Also es gibt keine steuerliche Mehrbelastung bei der Dividende, dass man da irgendwie in Zurückholungsschwulitäten kommt und nebenbei noch ein Japanisch-Studium absolvieren muss. Ich sag's mal so, ob es eine Quellensteuer gibt, könnt ihr ja mal selber sagen. Falls ihr mich im Stich lasst, werde ich bei der Bundeszentrale für Steuern kurz googeln, dann finde ich es für euch raus. Aber vielleicht, aber wahrscheinlich sagt ihr das. Ah ja, hier 15% sind das, sagt der Erste. Eine Katze. Okay, Katzen investieren auch. 15% werden fällig. Jawohl, vielen Dank an der Stelle. So, David, wir wollten eigentlich schneller machen. Wir haben uns vorgenommen, das Ganze in einer Stunde durchzubringen. Aber ich denke, wenn wir mit euch zusammen in der Community dann auch diskutieren so ein bisschen, dann geht es vielleicht 5 Minuten länger. So, David, weiter geht's. Die Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall. So, kommen wir zu den Stabilitätskriterien. Beide Aktien, 3M, ITOCHU, weisen sehr starke Stabilitätskennzahlen aus, 0,96. Also 1 ist immer das Maximum, 0,95 bei ITOCHU. Auch was den bilanzierten Gewinn angeht, der hier ausgewiesen wird, sind die Stabilitätskennzahlen auch hoch, 0,97. Bei ITOCHU etwas weniger. Wenn wir jetzt nochmal einmal weiterspringen, dann schauen wir mal kurz auch auf die Stabilität der Umsätze. Auch hier weisen beide starke Werte aus, 0,95 bei 3M, bei ITOCHU 0,9. Zu guter Letzt, nein, nicht zu guter Letzt, schauen wir erstmal auf die Bewertung. 3M ist aktuell höher bewertet als ITOCHU, also nehmen wir mal den Bereinigungsgewinn, bilanziert ist genauso, 11,4, ja. ITOCHU liegt bei 7,7. Und das zeigt schon, dass der Markt 3M höher bewertet als ITOCHU. Was eigentlich komisch ist, gell? Die Gewinnkennzahlen lassen natürlich höhere Dynamik aus beim Wachstum von Umsatz, Gewinn, Cashflow und so weiter als 3M. Ne? Und trotzdem ist 3M ja nicht ganz doppelt so hoch bewertet von den Multiples, aber ich würde mal sagen, so 60-70% höher bewertet, wenn man nur die Multiples anguckt. Ja, wenn man die Multiples anguckt. Hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es eine japanische Aktie ist, dass es zwei unterschiedliche Märkte sind. Und das könnte natürlich für uns interessant sein. Genau. Ich muss wissen, was wir mit ITOCHU sagen, damit ich nicht schon wieder verliere. Okay. Ja, aber da finden wir bestimmt auch noch gute Gründe, warum man für 3M abstimmen könnte. auf jeden Fall. Berechtigter Hinweis, in Japan sind die Aktien generell niedriger bewertet, es ist ein anderer Markt, es ist eine andere Kultur. Auch für uns und auch für die Amerikaner ist natürlich der japanische Markt ferner als der Heimatmarkt USA oder bei uns Deutschland. Und allein der Homebias, durch den Homebias neigt man dazu, in Aktien zu investieren, die man kennt, mit denen man auch zu tun hat, die man schon mal gehört hat, wo man auch Nachrichten mitbekommt. Ich meine, bei ITOCHU, da habe ich jetzt noch nie eine Nachricht irgendwie auf Finanzseiten gelesen. Von daher kann man das allein schon dadurch erklären, dass es einfach andere Kulturen sind, auch dass ITOCHU etwas fernab des amerikanischen Marktes ist, wo die meiste Volatilität stattfindet. So, blicken wir nochmal eins weiter und dann will ich mal ganz kurz auf die Kursgewinne schauen. Und hier sehen wir alles rot bis auf 5 Jahre bei 3M.
auf 5 Jahre einen Kursverlust von 55%, während Itochu einen Kursgewinn von 91% aufweist. Von daher hat Itochu in den letzten Jahren deutlich besser eine Rendite abgeworfen als der amerikanische Konkurrent, wenn man Konkurrent sagen kann, als der amerikanische, ja, Konkurrent jetzt zumindest bei hier in dem Aktienduell. Ja, von daher, mit Itochu hat man auf jeden Fall ein besseres Investment gemacht als mit 3M. Ja, ja, in der Vergangenheit war es, aber wer weiß, was in Zukunft in der Vergangenheit. So, meine Freunde, hier gibt es Hinweise bezüglich meines Mikros, einige sogar. Ich habe jetzt das Mikro umgestellt, also es liegt nicht, glaube ich, an meiner Hand, die ab und zu vor den Mund wandert. Jetzt müsste alles okay sein, ja. Also vielen Dank, meine lieben Freunde. Genau, so, auch danke an den David, dass er jetzt schon mal so eine kleine Grundeinordnung gemacht hat, was von den Aktien zu erwarten ist. Jemand hat ihr geschrieben, dass ihm beide Aktien nicht gefallen, der Björn L. irgendwo. Verstehe ich gar nicht. Also wer Dividenden liebt, der müsste auch mit einer der beiden Aktien sich anfreunden können. Insbesondere, weil sie ja schon ganz unterschiedliche Charakteristika haben. Den Dividendenaristokrat gegen doch eher das dynamische Dividendenwachstum. So, dann, David, wollen wir mal zu den Aktien kommen, ha? Ja, damit starten wir jetzt. Ja, fange ich mal an mit 3M. Du kannst mich jederzeit unterbrechen, gell, wenn es irgendwas Interessantes gibt. So, was ich vergessen habe zu sagen, oder was dir so einfällt. Ich gucke mal zuerst mal auf den Schmerz. Das wäre nämlich der Kursverlauf. Wir sind momentan hier bei 115 US-Dollar und es ist noch niedriger als während der Corona-Krise. Das muss man erstmal schaffen als Dividendenaristokrat. Und es ist enttäuschend, das muss ich wirklich sagen, weil 3M haben wir ja beispielsweise auch im Starter-Depot. Jetzt muss ich mal gucken, ob die rote Laterne haben oder wie nah sie schon an der roten Laterne sind. Starter-Depot kennt ihr wahrscheinlich, 20 Qualitätsaktien und dann haben wir hier alle Positionen und dann kann man hier nach G und V mal sortieren, Prozent. Ja, ist jetzt unter den Flop 3. Unter den Flop 3. Vor kurzem war noch Tencent unter den Flop 3 und die sind mit Dividende mittlerweile sogar im Plus, ne? Wie schnell das geht, wie schnell das geht. Haben wir euch ja auch abstimmen lassen, meine lieben Freunde aus der Community, und ihr könnt, nein, Tencent wollen wir behalten. Hattet ihr einen guten Riecher und Fresenius ist immer noch ganz unten und Amazon ist jetzt eine der Flop-Aktien, genau die Aktie, die einzige Aktie, die keine Dividende ausschaut, wenn man damals über den Tellerrand schauen wollte und gesagt haben, wir wollen auch mal schnelles Wachstum haben. So, das kommt dabei raus. Also, geht doch nichts über solide Dividendenaktien. 3M ist also, wie gesagt, hier und ist eine der wenigen Aktien mit Unilever auch, die quasi in beide Depots wandern könnten, sowohl ins Dividendendepot als auch ins Steuerdepot. Ja, bisher nicht so gut gelaufen. Also, das ist quasi der Schmerz. Und was halt komisch ist, was ich mich dann auch gefragt habe, war, wie kann es denn eigentlich sein? Wir haben mit Itochu und mit 3M ja so Tausendzahl Unternehmen, also so diversifizierte, die alles Mögliche machen. Ne? 3M stellt alles Mögliche her und Itochu stellt auch ein bisschen her, wir dann damit erzählen, aber die handeln vor allem alles Mögliche. Also sind beide stark diversifiziert. Und wer dann in so eine Aktie investiert, da klar, holt Dividende auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so nach dem Motto Diversifikation. Und dann ist es halt auch quasi eine interne Risikostreuung, aber hat ja wohl ganz offensichtlich nicht so geklappt bei 3M. Und da habe ich mich dann schon gefragt, ja, was ist denn da passiert, dass die Aktie dermaßen unter die Räder gekommen ist, dass man fast 50% Kursverlust, nicht ganz, 45% Kursverlust gemacht hat, vom Allzeithoch mit so einer Qualitätsaktie. Und da habe ich mal ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich gestolpert bin, beziehungsweise die ich mehr oder weniger auch schon wusste. Und da kommt dann einiges zusammen bei 3M. Oi, da hat zum Beispiel jemand auch mit die Latte gerissen bei 3M, aber gut diversifiziert, Depotwert kleiner als 1%, am Anfang waren es wahrscheinlich 2%. Und das ist natürlich auch eine Frage, ist die Dividende sicher? Gucken wir uns natürlich auch an. Ja, was ist alles so passiert bei 3M? Ich denke, ein Problem war, also jetzt gab es natürlich die letzten Kursverluste waren wegen enttäuschender Quartalszahlen gewesen. Wenn man das am Gewinn festmachen will pro Aktie, da haben wir erwartet 10,22 US-Dollar und geworden sind es
beziehungsweise nein, das ist der Ausblick. Der Ausblick für 2023. Der Ausblick zählt an der Börse immer mehr als das Quartal des gesamten Geschäftsjahres. Da ist Nimm mal bitte die Hand weg. Ganz viele schreiben Brumm Brumm und ich habe auch nur Brumm Brumm. Das ist wirklich die Hand. Moment, okay. Vielen Dank nochmal. Ich gucke gerade nochmal, ob ich das richtige Mikro habe. Ja, das Mikro habe ich richtig. Jetzt ist gut, David? Jetzt ist es richtig gut, ja. Okay, alles klar. Jawohl, jawohl. Ab sofort. Nächstes Mal werde ich Handschellen mitbringen. Also, die Quartalszahlen waren schon nicht gut. Der Ausblick bei 3M war noch enttäuschender. Die Konsensschätzungen waren bei 10,22 US-Dollar. Und das Management hat gesagt, es wird wohl irgendwo zwischen 8,50 und 9 US-Dollar sein. Deutlich unten drunter. Wir werden dann auch sehen, was die Analysten sagen. Es war also nochmal eine Enttäuschung. Und die letzte Enttäuschung hat dann dazu geführt, dass die Aktie nochmal abgerauscht ist von ungefähr 130 auf 115 US-Dollar. Kann jetzt natürlich auch eine Chance sein. Ist aber natürlich jetzt noch keine Beurteilung, warum die Zahlen so schlecht ausfallen, warum das Management relativ schlecht die Prognosen, relativ negative Prognosen raussendet in den Markt. Es gibt auch noch andere Dinge. Zum Beispiel, jetzt haben wir, jetzt geht es um die Gründe, eine relativ starke Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Und bei der Automobilindustrie, das kann ich auch mal zeigen, da geht es schon eine Weile nach unten. Hier gibt es bei Statista die insgesamt produzierten beziehungsweise produzierten Autos in Millionen Stück, waren 58 Millionen. Es ging die ganze Zeit nach oben bis 2018, dann gab es eine Stagnation. Dann sieht man, wie das nach unten ging, von knapp 100 Millionen produzierte Autos auf unter 80 Millionen. 2018 war der Peak erreicht, 2017, 2018. Und das korreliert auch hier mit dem Peak beim Aktienkurs. Das heißt, obwohl 3M ein stark diversifiziertes Unternehmen ist, was man auch dann an den Segmenten sehen kann, gehen wir dann auch nochmal rein. Das ist Automobilindustrie übrigens in Safety and Industrial, in dem Segment, in dem Grün hier zu finden, ist es trotzdem so, dass wenn einzelne Branchen ganz schlecht laufen, dass dann auch die, wie in der Automobilindustrie, dass dann auch 3M direkt in Mitleidenschaft gezogen wird. Hier gibt es jetzt, der Ton ist leise und brummt immer noch. Okay, dann probiere ich mal hier was anderes aus, weil am Mikro selbst kann es eigentlich nicht liegen. Ist es denn jetzt besser? Na, muss ich mal gucken. So. So. Ist es jetzt besser? Gib mal Bescheid. David, ja. Sag mal was. Ist ja, es besser? Ja. Alles gut, es okay. Hat stellenweise gepumpt, es lag wahrscheinlich zu nah am Hals. Jetzt ja, das kann sein, das kann sein. War wahrscheinlich doch nebenbei als Pulsmesser fungiert. Ja, das sagen ja auch nicht. Die Technikzentrale ist auch da, die muss es ja wissen. Okay, also den ersten, ja, jetzt funktioniert es, vielen Dank. So, nächstes Mal haben wir wieder was gelernt. Was gibt es noch? Wir haben steigende Kosten natürlich durch die Inflation. Das ist ja ein Problem, das viele haben, aber bei 3M kommt scheinbar schlechter damit zurecht. Das hat auch der CEO nochmal gesagt. Wir haben einen starken US-Dollar gehabt. Jetzt das Peak hatten wir gesehen vom US-Dollar. Jetzt schwächelt er wieder. Aber das haben wir jetzt das ganze letzte Jahr stark mitgetragen. Das spielt auch noch eine Rolle. Wir haben die gestörten Lieferketten. Da war sich jetzt wieder verbessert. Aber nichtsdestotrotz, das hat auch 3M stark belastet, die ja extrem viel produzieren und natürlich auch sehr international darauf angewiesen auf die Lieferketten. Was jetzt kommt, ist die Rezession. Das ist natürlich auch ein Problem, was natürlich mit der Inflation zu tun hat. Und dann haben wir noch last but not least die Klagen, die 3M am Hals hat. Die haben natürlich die Sorgen auch für sehr viel Verunsicherung. Und super, jetzt klappt alles. Ja, wunderbar. Die sorgen natürlich auch für viel Verunsicherung. Es sind zu guter Letzt auch noch zwei Arten von Klagen. Die Ohrstöpsel, da wisst ihr ja alles. Da gibt es ja diverse Rechnungen. Die gehen bis über 100 Milliarden, die dann so Hochrechnungen sind, so nach dem Motto, da gab es schon ein paar Klagen und das Gericht hat so und so entschieden mit so und so vielen Millionen US-Dollar Schadenersatz. Wenn man das jetzt hochrechnen würde auf alle Kläger, alles, was noch kommen kann, dann wären es irgendwelche astronomischen Höhen. Das macht natürlich Investoren Angst. Und wir haben noch Forever-Chemikalien. Das sind Chemikalien, die sich nicht abbauen, die sich nur aufbauen, nämlich im Körper und tendenziell gesundheitsschädlich sind. Da gibt es auch Klagen, Minnesota, Kalifornien, also Bundesstaaten, die haben da auch schon Klagen angestrengt.
Und auch da geistern Milliardensummen an Entschädigungen durch den Raum. 30 Milliarden. 30 Milliarden. Ja, macht wieder so lustige Kommentare her. Ich habe eine tiefere Stimme bekommen. Okay. Also, es wird noch viel Angst. Oder ist diese Schadenersatzforderungen mit diesen hohen Summen, da ist natürlich auch viel Angst, ganz klar. Und dann gibt es auch noch das hier, und da kommen wir auch noch drauf, mit der Gesundheitssparte, habe ich mir auch was aufgeschrieben. Also wir haben jetzt so im Schnelldurchlauf die Gründe gemacht, warum der Kurschart eher ein Chart des Schreckens ist, also der hier. Und jetzt sind wir also hier angekommen. Und dann gibt es noch den Verkauf des Healthcare-Segments, das stimmt. Das will 3M verkaufen. Und als das bekannt geworden ist, ist die Aktie erstmal angesprungen. Healthcare-Segment, gehen wir mal kurz in die Segmente rein. Ihr seht ja hier die Segmente. Healthcare ist das hier, was ich ein- und ausblende, also das in dunkelblau. Und da kommen bis 45 Milliarden Dollar reinkommen in die Kasse, in die Kriegskasse, was das Unternehmen auch gut brauchen kann. Und man kann sich dann besser fokussieren auf ja, das Kerngeschäft, wenn man das so sagen darf. Also bei statt 60.000 Produkte wird 3M dann vielleicht auch nur noch 45.000 oder so herstellen. Aber immerhin ist dann schon mal etwas besserer Fokus. Was hier wichtig ist an der Stelle, ist, was man schauen kann, wird da jetzt quasi das Tafelsilber verscherbelt in Anführungszeichen, auch wenn es vergoldet wird, weil es ein guter Preis ist. Und man sieht ja hier die Margen. Und die Margen im Healthcare sind tatsächlich die höchsten operativen Margen von allen Segmenten, aber nur ganz schwach, knapp 24%. Und alle Segmente machen zwischen 20% und 24% operative Marge. Das heißt, sie sind, und es ist gut, das ist so ähnlich wie bei Microsoft, wo ich immer sage, oh, ist aber toll, so viele unterschiedliche Segmente, also 3 Segmente sind es bei Microsoft und die sind alle hoch profitabel. So ist es eigentlich bei 3M auch, David, ne? Das heißt, von da aus, es gibt kein Geschäftsfeld, wo man jetzt sagen müsste, das ist das Geschäftsfeld, wo das Problemkind ist. Ja. Insofern schon mal in Ordnung. Ich sehe hier, boah, jetzt rühre ich hier Werbetrommel für 3M, an der Stelle keine Kaufempfehlung. Und dann gibt es hier nur Dinge negativ zu 3M. Nicht, dass er David schon wieder gewinnt. David, jetzt würde ich mal sagen, damit ich keine Monologe mache, anstatt dass wir jetzt schon zur Dividendenrendite und so weiter gehen und zur Bewertung, kannst du jetzt erstmal was zu ITOCHU sagen, oder? Ja, genau. Fangen wir mal damit an. Eine japanische Aktie. Übrigens ist auch Warren Buffett investiert. Ich habe es mal aufgeschrieben, er hält 6,5% an dem Unternehmen. Das sind ungefähr 3 Milliarden US-Dollar. Er hat die Anteile 2020 erworben. Und wenn wir über ITOCHU reden, dann reden wir vor allem über einen Fachbegriff, ein ganz spezieller Begriff in Japan, und der heißt Sogo Socha. Ob ich das jetzt richtig ausspreche, ist die andere Sache, wahrscheinlich nicht. Das steht aber für internationale Handelsgesellschaft. Und als sich Japan für die Welt geöffnet hat nach dem Krieg, also in den Nachkriegsjahren, sind diese Handelsgesellschaften aus dem Boden geschossen und haben dafür gesorgt, dass die eine Ware ins Land kam und die Ware aus dem Land in andere Länder, also Import, Export. Wenn wir mal auf die Diversifikation schauen, dann sehen wir, es sind einige Segmente und wir werden auch nicht jedes Segment durchgehen, weil dann schaffen wir auf jeden Fall keine Stunde, sondern wir sitzen dann bis 22 Uhr durch hier, bis wir wissen, was sie in jedem Segment machen. Und was auch noch interessant ist, ist, dass ITOCHU 274 Unternehmen unter ihrer Dachgesellschaft haben. Also es sind viele Unternehmen, die ihr eigenes Süppchen kochen, natürlich unter der Leitung von ITOCHU, und sind natürlich auch, stehen denen natürlich auch unter und führen die entsprechenden Weisungen aus. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, vielleicht wechseln wir mal kurz die Ansicht, damit wir wissen, woher kommt überhaupt das Geld von ITOCHU. Hier dieser grüne Balken, den wir hier sehen, das ist alles Japan. Und wenn wir mal hier kurz mal nach unten schauen, das sind ungefähr 80% des Umsatzes werden in Japan generiert. Also sie agieren sehr viel auf dem japanischen Markt. Und wenn wir jetzt ein bisschen weiter runterschauen, Singapur haben wir hier, der Rest der Welt, würde ich jetzt sagen. Amerika beträgt der Umsatz ungefähr knapp 5%.
Also hauptsächlich operiert Itochu in Japan. So, ich springe nochmal zurück auf die Segmente, dass wir ungefähr ein Bild haben, was sie machen. Und zuallererst klicken wir mal auf das Segment Food. Food macht 35% des Umsatzes im letzten Geschäftsjahr aus. Wenn wir jetzt mal schauen, was die genau machen, und zwar habe ich hier eine kleine Folie. Ich muss es wahrscheinlich ein bisschen größer machen, sonst schreien alle, oh, die Folie ist zu klein und die Schrift ist auch zu klein. So, das habe ich natürlich schon gelernt in den letzten 3 Livestreams. Was machen die überhaupt? Es geht einmal darum, sie bauen, also sie handeln nicht nur, sondern sie produzieren auch Nahrungsmittel, vor allem, ob man das so sagen kann, die Grundnahrungsmittel, sagen wir mal so, sowas wie Sojabohnen, Weizen, Kaffee, Milch, Pflanzenöle. Aber sie produzieren auch, so sind sie zum Beispiel der Marktführer im Bereich Schokolade im japanischen Markt und sogar die Nummer 3 bei der Schokoladenproduktion im globalen Markt. Und darüber hinaus vertreiben sie natürlich auch ihre Produkte und haben eigene Läden. So zum Beispiel 7-Eleven ist, glaube ich, bekannt. Dort besitzen sie alle 7-Eleven, führen sie alle 7-Eleven-Märkte in Japan. 7-Eleven haben glaube ich, auch um 18 Finder ist ja hauptsächlich in den USA aktiv. Und insgesamt sind sie auch die Nummer 1 im Bereich Lebensmittel. Das sehen wir hier. Number 1 Net Sales Among Japan's Food Wholesale Industry. Und verkaufen ihre Produkte in 540 Orten, Städte in Japan. Das sind natürlich dann nochmal deutlich mehr Märkte. Allein schon eine Supermarktkette, die heißt Family Mart, die macht allein schon 16.000 Stores aus in Japan. Da hat man schon ungefähr einen Eindruck, was Itochu versucht umzusetzen. Und zwar hat man eine vertikale Wertschöpfungskette. Also einmal die Produktion als auch der Handel, dann die Verarbeitung der Grundnahrungsmittel und dann aber auch der Vertrieb der Grundnahrungsmittel. Das macht es halt sehr interessant und sie greifen halt die komplette Wertschöpfungskette in diesem Bereich ab, in dem größten Segment, was Itochu zu bieten hat. Da will ich auch noch kurz was sagen, was ich so ganz interessant finde bei der Recherche. Und zwar, ein bisschen was hast du ja schon gesagt über die Historie. Und die haben früher diese japanischen Handelsgesellschaften ja nur Großhandel quasi gemacht, Import und Export, ne? Und die hatten früher tatsächlich, also ganz große Anteile, es gab da nur so eine Handvoll, so ein Dutzend oder so, und sind mit der Zeit auch kleiner geworden, beziehungsweise weniger geworden. Und das gab dann so bis zu 20-30% Anteil am gesamten japanischen Außenhandel, hatten dann diese großen Handelsgesellschaften abgewickelt. Das ist aber mit der Zeit immer weniger geworden. Unternehmen haben immer mehr direkt exportiert und importiert und haben die quasi umgangen, diese Händler, weil es halt auch wieder einer, der dann abgreift. Und aus der Not heraus haben dann die Handelsgesellschaften sind hingegangen und sind dann auch die Wertschöpfungskette entlang gewandert. Sie sind jetzt also keine reinen Händler mehr, sondern über Investitionen sind sie in andere Unternehmen rein, haben teilweise auch dann Mehrheiten genommen, also Unternehmen übernommen, teilweise auch übernommene Unternehmen fusioniert und so weiter. Also mittlerweile sind es so richtige Tausendzahl, auch wenn sie noch sehr viel mit Handel machen. Genau so sieht es aus. Und was auch interessant ist, die haben deutlich mehr in den Foodmarkt investiert. Also sie haben auch die Supermarktketten aufgekauft. Family Mart, was ich gerade eben erwähnt habe, haben sie 2020 komplett übernommen. Sie investieren vor allem in den letzten Jahren in antizyklische Branchen. Das heißt, dass wenn eine Wirtschaftskrise kommt, Nahrungsmittel werden immer benötigt. Und davon profitieren sie dann, dass sich das Geschäftsmodell, die Umsätze, die Gewinne stabiler entwickeln, als wenn man jetzt ein sehr zyklisches Produkt hat, was dann in der Wirtschaftskrise auch weniger nachgefragt wird. Wir machen es ja sehr erfolgreich, wie wir in den Kennzahlen gesehen haben. Hier übrigens, der David, die Community will mich triggern, dass ich beide Aktien kaufe. Das ist übrigens interessant, also hier ist auch noch jemand 50-50. Das ist wieder was ja für unsere Aktienauswahl spricht. Und jedes Mal kommt dann raus, so eigentlich könnte man beide Aktien kaufen. Jedenfalls gibt es die Stimmen. Aber das könnt ihr natürlich gerne machen. Ihr seid ja frei, wie ihr euer zu investierendes Kapital einsetzt. Wir haben quasi einen Fahrplan und wir halten uns auch dran. Bei uns werden es wieder 20 Aktien sein.
und 20 Aktiensparpläne am Ende und nicht 40. Okay, aber wie gesagt, ihr könnt es machen, wie ihr wollt. So, David, go. Genau, dann fahre ich mal weiter mit dem zweitgrößten Segment. Wenn du mein Bildschirm jetzt wieder teilst, dann schauen wir nochmal einen Blick auf die Segmente. Jawohl, genau. Und der zweitgrößte Balken ist hier dieses hellblaue. Das steht für Energy and Chemicals und macht 23% des Umsatzes aus. Und auch hier gibt es eine kleine schöne Folie von Itochu. Wenn wir jetzt mal kurz nach unten schauen. Und dort sehen wir, dass Itochu weltweit investiert ist. Also sie investieren weltweit in Energieprojekte, aber auch in Chemieindustrien, also Fabriken. Allein jetzt sieht man hier schon hier im Nahen Osten, hier, wenn ihr, ob es Indonesien ist, Amerika, dort überall sind sie investiert und investieren auch in Rohstoffe, in Energieträger wie LNG, die auch zukunftsträchtig sind. Daneben handeln sie dann auch, wie du auch schon gesagt hast, Itochu ist und war ein großer Großhändler, handelt natürlich auch mit Energie, mit Chemikalien weltweit, Import, Export. Also eine große Palette bietet Itochu in dem Fall, was das Geschäftsmodell an. Genau, dann gehe ich nochmal kurz zurück. Und jetzt will ich natürlich nicht jedes Segment durchgehen, aber ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was interessant ist. Also ursprünglich kommt Itochu eigentlich hier aus der Textilbranche. Das macht aktuell nur noch 4% aus. Das hat mich selbst überrascht. Itochu ist Distributeur von Under Armour, Converse oder Reebok in Japan. Das heißt, sie vermarkten, sie vertreiben all die Produkte dieser Marken als exklusive Anbieter in ihrem Heimatland. Aber auch, was ich sehr interessant finde, ist, investieren auch in das Segment Metall. Also hier bewegen wir uns hier im einstelligen Prozentbereich, was den Umsatzanteil angeht. Und auch hier, wenn ich jetzt kurz mal, habe ich das noch auf? Nein, habe ich nicht auf. Aber ich gehe nochmal kurz zurück. Auch hier, sie investieren in Projekte, also sowohl in Australien, wie es zum Beispiel Rio Tinto macht. Und wir werden auch, glaube ich, gleich sehen in einer Grafik, die wir für euch vorbereitet haben, dass sie davon profitiert haben durch die hohen Rohstoffpreise, waren sie ein Profiteur des Rohstoffbooms, was wir im vergangenen Jahr hatten. Also ein weit breit gefächertes Geschäftsmodell mit verschiedenen Segmenten. Wer natürlich sich mehr informieren möchte über das, was Itochu noch so alles macht, da gibt es dann die entsprechenden Unternehmenspräsentationen, die man sich anschauen kann. Ich verzichte jetzt darauf, weil sonst wären wir zu kleinteilig und dann dauert der Livestream zu lang. Das ist so ein kurzer Anriss, was Itochu alles macht. Wie war es denn so mit der, du hast ja die Aktie analysiert, ich nicht. Ich habe jetzt nur ganz oberflächlich drüber geguckt. Wie war das denn so bei der Investor Relations Seite? Oft sagt man ja so, Japaner sind so irgendwie so etwas geheimnisvoll für uns Privatinvestoren. Ja, ich hatte mal Kiens analysiert. Das ist ich meine speziell Itochu, ne? Ja. Also Itochu genau. Okay. Also ich wollte gerade den Vergleich machen. Ich hatte mal Kiens analysiert, das ist ja auch eine japanische Aktie. Und da war es deutlich schwieriger, weil es kaum Informationen über das Unternehmen gab. Auch die Quartalsberichte gab es nicht, beziehungsweise haben sie nur Halbjahr berichtet und auch gar nicht nach Segmenten oder Ländern aufgeschlüsselt. Es gab nur einen Gesamtumsatz. Das war bei Itochu anders. Da hat man wirklich mehr Transparenz. Und ich hatte jetzt auch keine großen Schwierigkeiten, die ganzen Daten und Informationen herauszufinden. Also es ist auch freundlich gestaltet aus Sicht eines Investors. Es ist englischsprachig und es sind keine rein japanische Webseiten, wo du nur weiterkommst, wenn du Japanisch hast oder jemanden daneben hast, der dir übersetzen kann, was da steht. Okay, perfekt. Ist das schon mal gut. Ja, guck mal, da gibt es hier, wie spannend es heute ist. Der Tatort, der Aktientatort, wir machen dem alle Ehre. Bist du durch? Soll ich dann wieder weitermachen mit 3M? Ich bin durch, oder? Was das Geschäftsmodell angeht und die kleine Unternehmensvorstellung. Okay, ja. Dann kann ich ja jetzt alle 60.000 Produkte von 3M erklären. Also, wir hätten Klebeband in Folgen, Stärken und Formaten. Nee, also ich verschone euch mit, was macht 3M? Also es gibt ja Aktienanalysen wie Sand am Meer. Also wenn es euch das interessiert, wie viel gibt es denn zu 3M? Hier 32, dann bitteschön, zieht euch das rein.
Uns reicht das hier, was wir da, diese vier Segmente, und die werde ich ja auch nicht komplett durchgehen. Wir gehen hier gleich mal in den Qualitätscheck, beziehungsweise ich möchte mal erstmal eins zeigen, nämlich wenn man hier den Kursverlauf anguckt mit den 44% Miese, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, weil wir haben ja hier die Dividende, die ist etwas kompensiert, also waren doch um die 50% Kursabschlag vom Hoch, 230, ja, sogar über 50% Kursverlust, dann könnte man ja meinen, dass man hier absolute katastrophale Zahlen geliefert hat. Und schauen wir doch mal, was so die Gewinnentwicklung sagt. Und dann sieht man, ja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, ne? Also natürlich sah es hier besser aus in dieser Zeit bezüglich der Gewinnentwicklung als hier, wo wir jetzt hier so ein, ja, seitliches Auf und Ab haben. Aber wenn man jetzt mal schaut, wir haben hier schon die Zahlen drin, die diese Woche veröffentlicht worden sind. Also der tatsächliche Gewinn schon von 2022, Geschäftsjahr 10/15, das ist Gewinn auf Allzeithoch. Ja. Der Gewinn ist auf Allzeithoch, der Aktienkurs nicht ganz, wie ich hier gezeigt habe. Dann haben wir aber hier das Problem, dass wir hier von fallendem Gewinn ausgehen. Und das sieht man übrigens auch, das war das, was ich eingangs erwähnt hatte, die Analysten hatten, bevor die Zahlen rausgekommen sind, also noch Anfang der Woche, sind die von 10,22, da war die Konsensschätzung gewesen. Jetzt hat das Management gesagt, ja, zwischen 8,50 und 9 Euro. Und jetzt haben wir schon eine Konsensschätzung, die in dieser Spanne liegt bei 8,80. Also siehst mal da, wie schnell das geht, ne? Wie schnell auch hier die Analysten das Ganze umsetzen, die neuen Informationen. Das ist natürlich auch ein Bluechip, das motiviert wahrscheinlich zusätzlich, weil ein großes Publikum ist. Aber wie schnell das geht, wie schnell Fekte die Daten einsammelt und wie schnell wir die abgreifen, ne? Also da kann man mal hier der Finanzindustrie auf die Schulter klopfen. Also die Zahlen, die hier sind, die sind echt tatsächlich schon, die berücksichtigen bereits den schwachen Ausblick des Managements. Schwacher Ausblick hin oder her. Man sieht also so katastrophal trotzdem die Gewinnentwicklung, wie der Aktienkurs suggeriert, ist es nicht. Und kommen wir nachher auch nochmal drauf, was da dann die Gründe sind. Ich möchte jetzt mal kurz in den Qualitätscheck gehen. Was mir dadurch aufgefallen ist, selbstverständlich, ja, wir kommen zur Dividende, kommen wir auch gleich. Jetzt noch einige Besonderheiten beim Qualitätscheck. Was mir aufgefallen ist, ist das hier. Also wir haben brutto operative Marge und netto Marge Umsatz, und das sieht nochmal sehr verdächtig aus hier. Sieht mir auch sehr verdächtig aus. Da haben wir also plötzlich einen Ausreißer nach unten bei der operativen Marge, und die netto Marge ist davon völlig unbeeindruckt. Da denkt man immer, wenn man sowas sieht, so aha, Datenfehler. Ja. Und habe ich auch geguckt, was ist denn das? Weil normalerweise, wenn die operative Marge nach unten geht, dann geht auch die Nettomarge nach unten und bleibt nicht stabil. Habe ich für euch dann ein bisschen tiefer gegraben. Zunächst mal, also ich weiß schon, was es ist, aber wir gehen mal hier in den Gewinnfluss rein. Und das ist jetzt für einige übrigens was Neues, das ist was Neues im Aktienfinder. Wir zeigen euch die Gewinn- und Verlustrechnung fürs letzte Geschäftsjahr, für die letzten 12 Quartale und fürs letzte Quartal hier an. Und zwar von den einzelnen Geschäftsfeldern zum gesamten Umsatz, zum Bruttogewinn, das ist dann die Bruttomarge oder die Rohmarge, über den operativen Gewinn, das sind die operative Marge. Dann haben wir noch was zwischendrin, da komme ich noch drauf, was es ist. Das spielt nämlich in diesem Fall tatsächlich eine Rolle, und das ist auch gleich der Beweis, dass wir das echt gut gemacht haben, denn dadurch habe ich sofort gesehen, dass es kein Datenfehler ist. Mhm. Vorher konnte ich das nicht sehen sofort, da musste ich echt erst in den Geschäftsbericht gehen. Ja, und da kommt auch schon der Jubel. Den geben wir natürlich so weiter an die IT. Denn die IT, kann ich mal sagen, also das war echt ein hartes Brett, was da gebohrt wurde. Wenn ihr euch mal, jetzt muss ich mal ein bisschen ausholen. Also wenn ihr euch das hier anschaut, nachher kann der David auch mal Itochu zeigen, dann sieht es fast aus wie handgemalt. Also alles stimmt, alles ist lesbar, keine Balken überschneiden sich oder so. Das war ursprünglich gar nicht möglich. Da hat unsere IT selbst quasi das Layout gemacht, wie, wann, was, wo angezeigt wird. Natürlich ist es auch extrem fachlich. Wir haben uns ja überlegt, was angezeichnet wird, eingezeichnet wird. So, und jetzt kommen wir auch wieder zurück, und zwar zu der Frage, was hat es denn damit auf sich? Wie kann die operative Marge so stark fallen, aber die Nettomarge davon unberührt bleiben? Und da gehen wir in den Gewinnfluss rein, und da sehen wir tatsächlich, dass der operative Gewinn, die operative Marge bei 11,9% liegt. Das ist also, sollte wenigstens das da sein, 11,8%. Das ist das hier. Ja.
Und dann sieht man, dass die Nettomarge deutlich höher ist, bei knapp 17%. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir auch die Nettomarge knapp bei 17%, 16,88%. Okay, was kann das jetzt noch sein? Nettogewinn liegt bei 5,8 Milliarden. Der operative Gewinn, also EBIT, liegt nur bei 4,1 Milliarden. Also der Nettogewinn ist, nachdem Steuern bezahlt wurden, höher als der operative Gewinn. Wie kann denn das sein? Das ist einem nicht operativen Ertrag zu verdanken, in Höhe von 2,3 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahr waren es nur 140 Millionen US-Dollar. Dass also irgendwas passiert, was 3M Geld in die Kassen gespült hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber den operativen Gewinn runtergerissen hat. Und da musste ich dann natürlich tiefer gucken und da bin ich dann hier gelandet. Ja, das geht mir natürlich alles weiter an die IT. Also ich weiß nicht, ob der eine Kollege noch zuguckt oder ob er seine Kinder schon ins Bett gebracht hat. Der liebe Matthias Jauernig, der hat sich da 4 Wochen lang wirklich mit rumgeschlagen und extrem motiviert. Also Matthias, vielen Dank an der Stelle. Unsere Star-IT, der Kollege, der Fabio auch. So, Insider-Gag. Also wir haben hier Gain on Business Divestitures und das heißt, 3M hat sich bereits von etwas getrennt im laufenden, also im letzten Geschäftsjahr, ist ja schon Geschichte. Nicht nur, dass sie sich trennen werden von dem Healthcare-Business, sie haben sich bereits von etwas getrennt und das hat 2,7 Milliarden in die Kassen gespült. Tatsächlich. 2,7 Milliarden und das ist der größte Brocken hier von dem nicht operativen Ertrag. Es gingen dann auch wieder Sachen weg. Das ist jetzt zu kompliziert, das alles hier quasi darzustellen. Aber das ist das Wesentliche. Das heißt, ihr seht hier, um das jetzt nicht komplett auszuweisen, also ihr könnt hier mit dem Gewinnfluss nicht nur allgemein sehen, wie hoch sind die Margen, wo geht was weg, sondern ihr könnt auch so Problemfälle identifizieren und dann gleich mal gucken, haben Sie hier einen Datenfehler oder was könnte es denn sein? Ganz am Ende, um es noch genauer hinzukriegen, was es genau ist, da muss man schon in den Jahresbericht gehen. Aber das ist schon mal eine Stufe tiefer nochmal. Also hängt quasi von der Granularität zwischen dem Gewinnfluss hier, beziehungsweise den Qualitätscheck und dem Ding da, wo ja kaum jemand reinguckt, was viel zu kompliziert ist. Das war das, was ich euch noch sagen wollte. Dann ist natürlich hier 3M. Da gibt es im Westen nichts Neues, aber man kann es trotzdem in 2, 3 Sätzen mal kurz sagen. Ihr seht hier, ganz viele Aktien werden zurückgekauft. Das ist das Goldene hier. Das sind die eigenen Aktien, die da bilanziert werden. Und hier seht ihr auch, dass 3M bzw. das Management im letzten Geschäftsjahr die niedrigen Kurse bereits genutzt hat, um über die Maßen Aktien zurückzukaufen. Und die haben damit, was ist das, der Hammer, die haben damit den Gewinn pro Aktie gepimpt, gepusht um 56 Cent. Um 56 Cent. Hat ja vorhin hier eine Lobhymne auf die Gewinnentwicklung, so gut es mir halt ging, gehalten, dass wir momentan auf Allzeit hoch sind bezüglich des Gewinns pro Aktie. Aber ihr seht hier unten, dass der relativ stark gepimpt ist. Es wären nur um die 69 Dollar gewesen, hätte 3M nicht so massiv Aktien zurückgekauft. Wir können auch das Gewinnwachstum organisch reinmachen. Und dann seht ihr das Ganze hier. Hier seht ihr das. Also das gesamte Gewinnwachstum bis auf 3 lausige Cent. Nein. Das gesamte Gewinnwachstum doch. Also nein, andersrum. Also die hätten eigentlich 53 Cent verloren, hätten sie keine Aktien zurückgekauft. Ich sag's mal so. Wie lange können Sie das ganze Spiel machen? Ist natürlich auch noch wichtig, wenn das operative Geschäft nicht so gut läuft. Wie viel Cash haben Sie noch auf der hohen Kante? Könnt ihr hier sehen. 3,8 Milliarden. Sie schütten aus. Jetzt kommen wir auch langsam zur Dividende. Ist die Dividende sicher? Sie schütten aus 3,8 Milliarden. Also die haben noch so viel hohe Liquidität auf der hohen Kante, wie sie quasi ausschütten. Für ein Jahr wird es reichen. Und der freie Cashflow ist momentan relativ niedrig, nur noch bei 473 Millionen US-Dollar. So niedrig war es zuletzt im Jahr 2000. Ist also keine besonders gute Entwicklung. Wenn wir den freien Cashflow einblenden, das seht ihr das Ganze auch. Das Tal der Tränen sieht deutlich schlechter aus wie die Gewinnentwicklung. Soll also noch ist jetzt schon deutlich niedriger, soll auch erstmal niedrig bleiben, bevor es dann wieder aufwärts geht. Und die Dividende, die fängt schon an, so langsam quasi am freien Cashflow zu kratzen.
Also ich gehe davon aus, dass die Dividende momentan noch sicher ist, auch deshalb, weil ja 3M alles tun wird, um den Status als Dividendenaristokrat zu bewahren. Da kommt es natürlich darauf an, was diese Schadenersatzforderungen machen, wie das sich da entwickeln wird. Und das ist natürlich nicht zu sagen, das ist ein Risiko. Das muss man immer berücksichtigen. Endlich, ich rede mir in den Mund, Fuß liegt pro 3M. Und es scheint jetzt hier Früchte zu tragen. Jetzt ein paar Kommentare sind, gehen in die Richtung. Okay, jetzt würde ich sagen, machst du weiter. Ich gehe nachher noch in den Dividendenturbo und in die Bewertung rein. Jetzt übernimm mal du, weil mir kratzt schon der Hals. Alles klar. So, dann schauen wir mal auf mein Bildschirm. Genau. Zuerst schauen wir uns mal kurz die Umsätze und Margen an. Was wir hier sehen, und es fällt wahrscheinlich jedem Zuschauer hier auf, ups, was ist denn hier passiert? Ein Umsatz von 5,5 Millionen japanische Yen steigt auf einmal auf 11,6 Millionen japanische Yen. Woran liegt das? Das liegt an einer Umstellung der Bilanzierung anhand internationaler Regelungen. Wer es genau wissen will, IFRS 15, darauf wurde die Bilanzierung umgestellt, sodass auch Handelsumsätze vollwertig in den Konzernumsatz eingeflossen sind. Und das erklärt jetzt hier diesen Umsatzsprung, den wir hier sehen. Und weil der Umsatz auch steigt, aber die Gewinne weiter relativ stabil, also nicht so stark wachsen wie der Umsatz, fällt jetzt hier auch etwas die Marge von einer operativen Marge von 5,7 auf 3% vom Geschäftsjahr 2018 auf 2019. Dem würde ich jetzt aber erstmal nicht so viel Gewicht beimessen, weil das hat einfach eine technische Komponente, es ist eine Bilanzierungsumstellung. Von daher ist das jetzt nicht nicht so, dass man sagen kann, juhu, Umsatz steigt, alles super, alles prima. Der Umsatz steigt schon, aber nicht in diesem Maße. Das halt nochmal zur Relation und dass man es einschätzen kann. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick nach oben werfen, da sehen wir, dass auf jeden Fall die Gewinne steigen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Gewinn von 552 japanische Yen, ich weiß jetzt nicht, was es in Euro oder US-Dollar ist, das kann ich euch jetzt nicht sagen, aber auch hier hilft uns dann der gerade eben gezeigte Gewinnfluss. Wir werfen mal einen Blick drauf, dass man das auch in Relation setzen muss. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit ihr alles sehen könnt. So, und was wir sehen, wir haben einen sehr starken nicht operativen Ertrag hier. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, was es ist. Das habe ich jetzt nicht in der Kürze gefunden, ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Von daher muss man hier diesen Gewinn, Riesengewinnanstieg, den wir, jetzt ist die Skalierung ein bisschen, wenn ich hier zwischen den Seiten springe, ist ein bisschen anders, muss man das auch wieder im Verhältnis setzen. Aber dennoch grundsolide Dividendensteigerung, Gewinn steigt auch an, soll auf dem Niveau bleiben, soll jetzt aber auch nicht mehr groß wachsen, sondern soll auf diesem Niveau bleiben. Was den freien Cashflow angeht, den ziehen wir auch mal mit rein, um zu schauen, ist die Dividende überhaupt gedeckt? Und da sehen wir, ja, ist sie. Und das bei weitem, wir haben es ja auch schon gerade eben gesehen, an der geringen Ausschüttungsquote, die irgendwo bei 20-30% lag. Von daher alles erstmal auf den ersten Blick gut. Aber wir müssen halt im Hinterkopf halten, Achtung, hier sind kleine Umsatz- und Gewinneffekte dabei, die technischer Natur sind. So, dann blicken wir mal kurz auf die Bilanz. David, Entschuldigung, kannst du mal nochmal hochgehen und den bilanzierten Gewinn und den operativen Cashflow gleichzeitig einblenden? Weil das läuft ja voll auseinander, ne? Glaube ich. Den Gewinn und den operativen freie Cashflow. Nicht so schlimm. Okay. Der freie Cashflow läuft mehr auseinander. Ich habe mir dann gedacht, das liegt wahrscheinlich an den Bilanzierungsregeln. Also bei den Bilanzierungsregeln, dann spielt vielleicht auch der Gewinn nach oben. Aber nee, habe ich mich wahrscheinlich getäuscht. Nee, ist okay. Passt, ist nicht so, wie ich dachte. Genau. Also andererseits muss man natürlich auch sagen, ITOCHU profitiert von dem großen Segment Energy and Chemicals, was 23% des Umsatzes ausmacht. Also in den letzten Jahren sind ja die Kosten gestiegen, vor allem an Energie. Davon haben sie natürlich auch profitiert. Deswegen ist auch der Gewinn gewachsen. Wir sehen es auch, wenn ich jetzt hier nochmal, das macht einfach so viel Spaß, hier rumzuspringen, also zum Gewinnfluss zu springen. Und hier sehen wir, was den Bruttogewinn ausmacht, der ist um 47% gestiegen gegenüber dem letzten Jahr, was dann schon eine Hausnummer ist, was natürlich einmal an antizyklischen Geschäftsmodellen liegt, aber auch an den Rohstoffen, an der Energie, die sie mit im Portfolio haben. So, dann springe ich nochmal zurück in den Qualitätscheck. Ich mache es wieder größer.
So. Hier sehen wir eine aus meiner Sicht grundsolide Bilanz. Wir haben eine Verschuldungsquote, das sehen wir, glaube ich, hier in der Skalierung gerade nicht, die ich eingestellt habe. Aber sie ist relativ niedrig, sie liegt irgendwo bei 20%. Also 29,7, ich habe es für dich abgelesen. Ah, prima, prima. Vielen Dank. Und was wir auch sehen, nicht wie andere japanische Aktien, das ist mir in der letzten Zeit sehr häufig aufgefallen, wenn ich mal japanische Aktien gesehen habe. Sie haben jetzt keinen riesen Cashberg. Wir haben einen relativ geringen Cashbestand. Das ist hier dieses kleine dunkelbraune, was wir hier oben unter dem gelben haben. Das ist also kein Riesenberg und sie sind auch nicht komplett schuldenfrei, wie es vielleicht bei anderen Unternehmen ist. Liegt aber auch daran, dass es sehr anlagekapitalintensiv ist, weil sie auch viele Beteiligungen haben an Ölförderungen und Chemiewerken, Chemiefabriken und auch international investiert sind. Daher haben sie dementsprechend auch einen durchschnittlichen Schuldenberg, der jetzt aber auch nicht so gravierend ist, aus meiner Sicht. Vor allem im Vergleich, Entschuldigung, dass ich immer so dazwischen grätsche, aber jetzt habe ich was beizutragen tatsächlich. Mhm. Vor allem die Tilgungskraft ist ja so hoch, ich lese es auch ab, dass die ganzen Schulden unter Berücksichtigung der Dividendenzahlung, die Dividende wird weitergezahlt, in unter 8 Jahren, 7,8 Jahre steht hier, zurückgezahlt werden könnte. Das ist besser als 3M, die bräuchten 34 Jahre momentan. Ich schaue mal kurz, ganz kurz nach hier oben. Haben wir es ja schön abbild. Ah, hier haben wir es sogar. Ja, Tilgung auf 8 Jahre. 8 Jahre bei Itochu und bei 3M 34 Jahre. Also ein Riesenunterschied. Was die Tilgungsrate anhand des freien Cashflows. Wenn 3M nicht so viel ausschütten würde, ne, mit der hohen Ausschüttungsquote, dann hätten sie natürlich auch eine niedrigere, bessere Kennzahl hier mit Tilgungjahre. Aber ist ja so. Genau. Deshalb kaufen die Leute ja 3M. Genau. So, noch ein letzter Blick auch, weil du es auch bei 3M angesprochen hast, auf die Aktienrückkäufe. Also Aktien kaufen sie auch zurück, aber jetzt nicht bin ich noch bei Itochu? Nee, ich bin zu 3M gewechselt. Ach, ist mir noch schnell auf. Ist mir zum Glück noch aufgefallen. Ich habe gedacht, ups, sieht ja jetzt ganz anders aus, als ich es im Kopf habe. So. Gehen wir nochmal zurück. Also kaufen sie auch zurück, seit 2014 kaufen sie kontinuierlich Aktien zurück, aber jetzt nicht riesig. Hier haben wir 1,5, 1,6 Millionen ausstehende Aktien. Die sind jetzt auf 1,45 Millionen sind es jetzt ausstehende Aktien. Das ist jetzt keine riesen Aktienrückkäufe. Aufs Jahr gerechnet ist das relativ wenig, ist natürlich ein schöner Nebeneffekt, aber nicht so immens wie bei 3M. Okay. So. Gut, soll ich weitermachen mit der Dividende? Bist du fertig? Ich bin fertig mit dem Qualitätscheck. Okay, weil da hat jetzt noch jemand auch die Technikzentrale Rückstellung angesprochen bei 3M. Das ist ein guter Hinweis. Ja, also natürlich hat jedes Unternehmen, das mit Klagen konfrontiert ist, muss Rückstellung bilden, einschätzen, wie hoch das Risiko ist und das Ganze dann machen. Das ist insofern ein guter Hinweis, als dass in den vergangenen Geschäftsjahren, die Klagen sind jetzt auch schon älter, die Gewinne natürlich nach unten gegangen sind durch diese Rückstellungen. Die zehren ja an den Gewinnen. Und man sieht es auch, habe ich jetzt 6 nochmal eingestellt. Also grob kann man sehen, dass der operative Cashflow ja viel stärker gestiegen ist. Also das tatsächliche Geld, was reingekommen ist, als der bilanzierte Gewinn. Und da hier werden sicherlich auch dann schon Rückstellungen drin gewesen sein. Gehe ich mal davon aus. Jemand hat gesagt, 1 Milliarde. Ich glaube, da ist eine Verwechslung. Die 1 Milliarde, das ist diese Bad Company, die man pleite gehen lassen möchte, im Rahmen von den Ohrstöpselprozessen. Das ist das hier. Das ist die 1 Milliarde, die habe ich im Kopf. Ich denke, das wird mehr sein, was die an Rückstellungen gebildet haben. So, wir haben jetzt bereits schon eine Stunde. Boah. So, jetzt machen wir Dividende und Bewertung und dann geben wir die Abstimmung frei. Also wir haben hier den Dividenden-Turbo und da sehen wir, und das macht natürlich 3M lecker, wir haben eine Dividendenrendite von 5,2% und das ist eine höhere Dividendenrendite als selbst während der Finanzkrise, als ihr gerade 4,5% bekommen habt. Ihr seht hier nochmal die Dividendenleiter, so wie ich es nenne, 3M als solider Dividendenzahler. Die Dividenden, sie wachsen nicht in den Himmel, aber sie sollen trotzdem steigen, dann auf 5,5 in 2024 und hier wird es noch mehr Glaskugel, das lassen wir mal weg. Das ist schon sehr optimistisch, bei 6% 2025, aber das halte ich für realistisch.
relativ leichte Dividendensteigerung. Ach, ich brauche ja gar nicht wechseln, ich kann ja mit zurück. Hier von aufs Jahr gesehen, 5,96, dann auf 6,20 und dann auf 6,30. Das halte ich für realistisch. Diesen Sprung da, da haben dann die übrig gebliebenen Analysten eben sehr positiv geschätzt. Also deutlich überdurchschnittlich hohe Dividende. Komm, David, wie sieht es denn bei dir aus? Du hast ja auch schon offen. Ja. Da kann ich nicht mit dir mithalten. Also wir haben es ja gerade eben schon gesehen, beim Kennzahlenvergleich 3,1 oder knapp über 3% Dividendenrendite, was haben wir jetzt? 31.01. Genau, knapp über 3%. Auf dem 5-Jahres-Mittelwert sind es 3,2%. Man sieht, hier sind jetzt keine so riesen Ausschläge, wie es bei 3M war. Die Dividende liegt relativ immer nah am Mittelwert. Was wir aber sehen, das Dividendenwachstum soll anziehen, allein durch Dividendensteigerung. Wenn wir jetzt mal auf das Geschäftsjahr 2024 oder sogar, das könnte sogar 2025 sein, sind wir bei 3,9% allein anhand der prognostizierten Dividendensteigerung. Ob die Dividendensteigerung so eintreten, wissen wir natürlich nicht zu 100%, aber es ist natürlich aufgrund des Geschäftserfolgs der letzten Jahre durchaus realistisch. Genau, dann kannst du gerne mit der Bewertung direkt weitermachen. Oh. Thorsten, du bist auf Stumm. Oh so, danke. Jetzt geht es Schlag auf Schlag, habe ich gesagt. Jetzt sind wir auch schon in der Bewertung drin. Und da kam vorhin auch die Frage, was nimmt man denn für die Bewertung? Wir haben ja hier unterschiedliche Größen, 5 Stück, anhand derer man die Bewertung machen kann. Und bei 3M nimmt man den bilanzierten und den bereinigten Gewinn. Man nimmt im Prinzip die Größe, die sich am zuverlässigsten in der Vergangenheit entwickelt hat. Weil wenn es so hoch und runter geht, wie hier so ein Tsunami, und dann geht es nach oben, dann bricht die Welle wieder, dann geht es nach unten, dann wackelt auch der faire Wert relativ stark. Das sieht man hier beim Fernwert Cashflow, sieht ihr, wie der auf und ab geht. Und beim Fernwert bereinigt, der läuft viel stabiler und der ist auch näher am Aktienkurs dran. Also wir nehmen den Fernwert bereinigt, der Gewinn würde auch funktionieren, der Umsatz würde funktionieren, die Dividende für Erkenntnisgewinne, aber das wissen wir ja schon, dass laut Dividende die Aktie quasi günstig ist, brauchen wir jetzt nicht. Und wir nehmen einfach mal die letzten 10 Jahre. Das ist soweit erstmal gut und gucken da mal, was passiert. Und dann sieht man hier schon, dass der Aktienkurs einmal extrem davongerauscht ist vom Fernwert. Dann war er eine Weile hier am Fernwert, mal drüber, mal drunter. Und seit Spätjahr 2021 kennt die 3M-Aktie quasi mit einigen Zwischenhochs nur eine Richtung abwärts und scheint ja jetzt erstmal relativ günstig zu sein. Jetzt haben wir hier eine Bewertung von KGVs und KCV übrigens. Ein Triple, sind alle bei 11,4. Habe ich noch nie gesehen. Ist alles bei 11,4. Noch nicht. Und damit alles deutlich unter dem 10-Jahres-Schnitt. Deutet jetzt erstmal darauf hin, genauso wie auch die Dividende und das KOV, dass die Aktie günstig zu haben ist. Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Also 3M tut sich schwer, wir haben vorhin die Gründe genannt, eingangs sind relativ viele Gründe allerdings, die, sage ich mal, temporärer Natur sind. Der starke US-Dollar, Wechselkursschwankungen sind temporär, gestörte Lieferketten sind temporär, Rezession ist bisher auch immer temporär gewesen. Was hat mir noch? Klagen natürlich, ziehen sich leider, aber sind im Prinzip auch temporär. Wenn es irgendwann ist, ist es abgearbeitet. Man hofft natürlich dann, dass das Unternehmen bis dahin nicht weitergegangen ist, aber wir gehen mal nicht davon aus, ich gehe auf jeden Fall nicht davon aus. Und bei der Automobilindustrie, das hat ja auch mit der Rezession, da wird es auch mal wieder irgendwann besser gehen mit einem quasi ganz wichtigen Geschäftsfeld. Man könnte also sagen, okay, dieses Auf und Ab, wir sind momentan ganz unten im Wellental, also wenn man jetzt den Kursverlauf als Wellental bezeichnet, und irgendwann geht es wieder nach oben. Und dann könnte man im Prinzip, wenn man das wirklich so sehen würde, 1:1, sagen, ja, dann ist die Gewinnerwartung, da gehen wir jetzt auf 2024, auf das übernächste Geschäftsjahr, liegt die Gewinnerwartung hier jährlich bei, okay, 31,5%, davon so ein Siebtel Dividende, ja, passt, kaufe ich ein, ne? Könnte man quasi sagen. Jetzt muss aber noch die Risiken dazu holen oder mit berücksichtigen, die es eben gibt. Und die sind halt schon da, in erster Linie natürlich die Klagen, aber dann natürlich auch, dass das Wachstum, muss man auch mit berücksichtigen, nicht mehr das ist, was es mal gewesen ist. Auf jeden Fall jetzt seit 2018 ist es nicht mehr das, was es in den Jahren zuvor gewesen ist. Und die Analysten sagen jetzt, ja, es geht jetzt wieder aufwärts erstmal. Das laufende Geschäftsjahr, 18 Analysten geschätzt,
das nächste Geschäftsjahr, das nächste Geschäftsjahr wird schon dünn, muss man schon vorsichtig sein. Aber de facto ist es so, dass wir eine Gewinnverlangsamung haben. Und bei einer Gewinnverlangsamung ist es auch so, dass das Unternehmen niedriger bewertet wird. Wir haben also Gewinnverlangsamung auf der einen Seite, was auch erschwerend hinzukommt, sind die Klagen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach hingehen würde und würde sagen, jo, das ist das Gewinnpotenzial quasi, das ist die Renditeerwartung, dann wäre ich zu optimistisch eingestellt. Man sollte also schon hingehen und das Ganze ein bisschen nach unten korrigieren, zum Beispiel auf 15. Und dann hätte man, warum auf 15? Und man kann auch 14 machen. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie vorsichtig man unterwegs ist. Ist eine Abschätzung, das ist quasi eine kleine Kunst, Handwerk plus Kunst zu der Aktienbewertung. Ich würde sogar auf 14 gehen. Und dann gehen wir, weil wir vorsichtiger sind, dann geht der faire Wert runter von 183 auf, schauen wir mal, auf 136 US-Dollar. Was haben wir dann für eine Renditeerwartung? 13,8% aufs Jahr. 13,8% ist immer noch doppelt so viel, gut doppelt so viel, wie der Aktienmarkt sonst langfristig hergibt. Und davon hier seht ihr ungefähr ein Drittel Dividende. Ist natürlich schon, machst du schon relativ lecker. Jetzt könnte man noch Feintuning betreiben und sagen, ja, jetzt gehe ich noch ein bisschen nach unten, gehe auf knapp 130 US-Dollar. Was hätten wir dann für eine Renditeerwartung? Wenn noch 10,7% ist immer noch mehr, als langfristig der Aktienmarkt hergibt. Das heißt, wir sind jetzt schon echt nach unten gegangen, quasi zu einer Renditeerwartung, basiert auf dem Aktienkurs, der vor wenigen Wochen noch aktuell war, bei um die 130 US-Dollar. Und das würde für auf 2 Jahre Haltedauer 10,7% Renditeerwartung immer brutto bedeuten und auf 3 Jahre Haltedauer 8,7%, wenn man immer noch gut dabei beim Aktienmarkt. Ich glaube, das zeigt im Prinzip schon, dass der Aktienkurs wirklich am Boden liegt und dass ein Kaufargument, ein potenzielles Kaufargument für 3M tatsächlich der doch vermeintlich günstige Kurs ist, gebündelt mit der hohen Aktienrendite. So, und jetzt kommst du, David. Ich lese jetzt mal die Kommentare von den Kollegen. Ja. Sehr gut. Dann als letztes Bewertung zu Itochu. Einer hat noch einen ganz guten Kommentar gebracht, und zwar hier haben wir einen riesen Gewinnanstieg. Und das habe ich auch schon gerade eben kurz gezeigt, dass zum einen der operative Gewinn, einmal der Gewinn vom operativen Geschäft kommt, aber auch aus dem noch nicht operativen Geschäft. Einer hat jetzt kommentiert und gesagt, es könnte an einem Verkauf liegen. Das kann durchaus sein. Was uns aber positiv stimmt, ist, dass dieser Gewinn zumindest hier auf dieser Ebene auch für das nächste Geschäftsjahr bleiben soll, wenn auch leicht rückgängig, so dass wir hier eine steigende Tendenz haben und hier einen Ausschlag aufgrund eines nicht operativen Ertrags, was auch ein Verkauf sein könnte. Wenn wir jetzt mal auch die Bewertung schauen, wir haben es ja bei dem Kennzahlenvergleich schon gesehen, wir haben ein KGV von 7,7, 7,6 beim bereinigten Gewinn. Das ist eine Ecke nochmal niedriger als 3M, obwohl 3M deutliche Probleme hat. Wenn wir jetzt mal den fairen Gewinn bereinigt, von mir aus auch gerne bilanziert, mal drüberlegen, dann sehen wir, dass der Aktienkurs aktuell über den fairen Werten liegt. Und ich selbst würde jetzt hier gar nichts anpassen. Also wenn man optimistisch ist, kann man auch sagen, okay, ich passe mal hier auf 7,5 oder sogar, wenn man sehr optimistisch ist, auf 8 an. Von daher bleibe ich jetzt hier mal bei dem KGV von 6,9 und beziehe mich hier auf den fairen Wert des bereinigten Gewinns, den bilanzierten Gewinn mal aus. Den mache ich auch hier mal weg. Und dann kommen wir auf eine Renditeerwartung. Jetzt bin ich mal selbst gespannt. Ich mache es mal für das übernächste Geschäftsjahr. Dann kommen wir auf einen Renditeverlust auf das Jahr von 2,8. Also man sieht ein Rückschlagspotenzial, wenn man es jetzt auf das nächste Geschäftsjahr macht, dann sehen wir sogar 11%. Von daher ist ein Rückschlagspotenzial nur anhand der fairen Bewertung vorhanden. Aber das Geschäft hat sich bisher als stabil erwiesen. Es läuft. Allerdings sollen die Gewinne erstmal stagnieren. Und was auch wichtig ist, 3M ist im Aktienfinder, also generell bei den Analysten, deutlich besser gecovert. Ich weiß nicht, wie viele Analysten bei dir eine Schätzung für den bereinigten und bilanzierten Gewinn abgegeben haben. Bei mir, da es eine japanische Aktie ist, und das Thema hatten wir ganz am Anfang, japanische Aktien stehen nicht so im Fokus seitens der Analysten, die hauptsächlich aus Amerika kommen. Wir haben nur Analystenschätzung von zwei Analysten. Das ist sehr, sehr wenig. Das heißt, hier hat man ein...
es wäre natürlich besser, wenn 10, 15 Analysten eine Schätzung abgeben, dann hat man einen schönen Mittelwert und auch verschiedene Meinungen abgedeckt. Von daher ist das auch eine kleine Unsicherheit, die man halt bei japanischen Aktien hat und auch tragen muss. Aber dafür hat man auch eine niedrige Bewertung hier mit diesem KGV von knapp über 7. Ja. Von daher eher Verlustpotenzial aus meiner Sicht kurzfristig bei Itochu, aber langfristig, und das ist ja das, worauf wir abziehen, wir ziehen auf sichere Dividenden ab, wir ziehen auf hohe Dividenden ab und wir ziehen auf langfristige Kursgewinne ab. Da kann die Sache natürlich wieder anders aussehen. Kurzfristig kann es natürlich zurückgehen, allein anhand dieses Bewertungsszenario, was wir hier im Aktienfinder sehen. Ja, die eine Aktie ist aber auf dem Allzeithoch und die andere ist auf dem Allzeittief, ne? Ja, ja. Und da kommt natürlich dann so entsprechend so was Konträres raus, was die Renditeerwartung angeht. Das ist richtig. Aber du hast schon gesagt, es geht ja ums langfristige Investieren. Wir hatten übrigens 18 Analysten gehabt, die 3M gecovert haben. Genau, war ein guter Hinweis. Ich übernehme nochmal kurz, weil wir jetzt beide, hier seht ihr nochmal den Verlauf der Multiples, also des KGVs, bezogen auf den bereinigten Gewinn und hier in der Vergangenheit. Also das Itochu war immer günstiger, immer. Und Itochu ist jetzt schon etwas über dem Durchschnitt der Bewertung. Von daher kommt auch das über der durchschnittlichen Bewertung. Momentane KGV so knapp 8 und in einem Durchschnitt war es knapp 7. Von daher auch das Verlustpotenzial, was Herr David quasi ermittelt hat, macht also alles Sinn. 3M ist immer noch teurer, aber hat sich schon ganz schön angenähert, dass es hier so runterging, das ist der Gewinnsprung. Da ging dann auch das KGV nach unten von Itochu. Und ihr seht, bei 3M, das hatte mal KGVs gehabt von über 26, 26,5. Momentan haben wir gerade noch so knapp 12. Also ein großer Unterschied. Soll aber wieder noch ein bisschen nach oben gehen, bei 3M, weil der Gewinn nach unten geht. Und bei Itochu übrigens auch. Kann nur so am Rande, könnt ihr also auch hier die Multiples von unterschiedlichen Unternehmen miteinander vergleichen, um das auch nochmal heranzuziehen, wenn ihr wissen wollt, in welche Aktie die bessere ist. Weil das ist ja hier in der Community die große Frage auch. Ach so, was auch noch angegangen ist oder angeklungen ist, das war die Geschichte bei Itochu. Aber das hat der David ja, soweit es möglich war, im Wissensstand hier schon beantwortet, ob man hier das Tafelsilber verkauft hat durch nicht operativen Ertrag, weil die Hälfte des Gewinns hier nicht operativer Ertrag ist. Also das Tafelsilber würde ich jetzt nicht sagen. Jedenfalls gibt es keinen Grund, das zu tun, weil, wie der David schon dargestellt hat, die haben genügend Cash bzw. Tilgungskraft, Gewinne, läuft ja alles. Ausschüttungsquote gerade bei ein paar 20%. Es gibt also keinen Grund, Tafelsilber zu verscherbeln. So, David, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Ende, falls du nichts mehr hast, und zwar zur Abstimmung. Die kann ich dann auch noch machen. Okay, gut. Wir haben für euch selbstverständlich, wo habe ich es denn? Irgendwo sollte ich es haben. Ah, hier ist es. Also, ich blende es nochmal ein. Ich werde jetzt euch die Abstimmung freigeben. Und zwar, da muss ich jetzt mal kurz ins Dashboard gehen. So, da seht ihr die vergangenen Abstimmungen. Und können wir hier teilen und dann seht ihr hier Share. Eigentlich hatte ich den Link schon, Copy-Link, und den gebe ich euch jetzt. Ich werde es auch unter die Videobeschreibung selbstverständlich pasten. Und dann würde ich sagen, auf los geht's los. Die Abstimmung ist freigegeben. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob ich schon wieder verliere gegen den David oder beziehungsweise ob 3M das Rennen macht oder Itochu. Für euch sollte das keine Rolle spielen, ob das jetzt, wer die Aktie vorgestellt hat. Für euch soll einfach die Rolle spielen, welche Aktie ist für euch das bessere Investment. So, dann würde ich sagen, David, also erstmal vielen Dank an dich, dass du auch wieder so lange durchgehalten hast. Für deine Vorstellung, war echt gut. Danke an die Community für eure ganzen Kommentare. Ich glaube, das ist fast ein Rekord gewesen. Muss ich nachher mal bei YouTube Analytics gucken. So viele Kommentare kann ich mich gar nicht daran erinnern. Und die Abstimmung geht bis zum Mittwoch. Auf Instagram könnt ihr die Gewinneraktie gewinnen. Das hat euch ja David auch erzählt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche. Hoffentlich steigen die Börsen weiter und einen schönen Abend. Tschüss. Schönen Abend. Ciao.